Wir haben da in Arnsdorf in Niederbayern haben wir einen Ackerbaubetrieb mit Bullenmast und Biogas. Wir haben 2021, also heuer, einen Bullenmast-Wohlfühl-Außenklimastall gebaut. Uns war halt da ganz wichtig, dass wir praktisch die Arbeitsläufe, die täglichen Arbeitsläufe, wie jetzt praktisch einstreuen, Futter zurückschieben und auch entmisten, dass man die automatisieren kann. Und da ist jetzt für uns dann die Frage, wie machen wir das, wie können wir das Problem lösen, dass vor allem auch viel Zeit für die Tierbeobachtung und Tierkontrolle da ist. Und dann sind wir halt auf die Firma Wasserbauer gekommen. Dann haben wir uns halt auch für den Flypit und für den Butler entschieden, weil es einfach wirklich uns überzeugt hat. Also wir haben uns für den Butler Pro entschieden, weil einfach für uns wichtig ist, dass das Futter mehrmals am Tag zurückgeschoben wird. Wir haben auch praktisch ein Fressplatzverhältnis von 1 zu 1,4. Also es können nicht alle gleichzeitig fressen. Es ist einfach wichtig, dass ein gewisser Teil zurückgeschoben wird und dass auch die, die später kommen, Futter erreichen. Und dann war obendrein noch der Gedanke, dass einfach ein Lochfutter vorgelegt wird, dass die Tiere einfach animiert werden zum Fressen. Und das erfüllt einfach der Butler hervorragend und darum haben wir uns für den entschieden und haben das gekauft. Zur Einstalltechnik haben wir den Flypit deswegen auch genommen, weil mit der Vorlagebox kann ich 2 Tage, wie es bei uns jetzt im Betrieb ist, das Stroh vorlegen. Also habe ich praktisch die Arbeitsspitze auch schon mal gebrochen, beziehungsweise ich bin flexibel, ich kann täglich auffüllen, ich kann alle 2 Tage auffüllen. Und das Einstreuen selber geht wirklich von alleine, also das wird jetzt über das Handy oder das Tablet noch kontrolliert oder optimiert, aber der eigentliche Einstellvorgang ist wirklich automatisiert. Und haben jetzt da seit 2 Monaten im Betrieb und sind wir eigentlich wirklich sehr zufrieden.